schwach. Wow. Ja, da hinten muss ich hin, ne? Da hinten. Ein Aufzug, nehme ich an. Ah, kein Aufzug. Eine Treppe. Blöde Maschine, öffne die verschlüsselten Daten. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt, sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Gut, ich muss gleich jemand umbringen. Wer bringt hier Vio? Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von... Oh, tut mir leid, wusste ich nicht, passiert nicht mehr. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Wainham. Was kann ich für Sie tun? Okay, von mir aus. An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Was hast du ihm gesagt? Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Oh, keine neuen. Was sind die alten? Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Zombies! Kontrollgruppe von Zombies! Space Zombies! Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen... Space Zombies! Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Deshalb haben sie sich so komisch benommen. Wir sollten Joker kontaktieren. Ja, könnte nicht schaden. Also diese Auswahl, diese spielt Mass Effect. Unglaublich, diese Auswahl von Sachen, die man sagen kann. Man kann alles sagen, was man will. Man da diese, man kann die Person sein, die man will, und man kann auswählen zwischen ja und wer ganz gut. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Ah, dieses Spiel schafft mich. VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Wainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheit. Gerade so. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wollte ich, dass sie wie Menschen die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Behandelt werden, oder? Was weißt du über die Gate?
Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Ah, ja. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft... Ich will etwas über die Exo-Jenny. Die Exo-Jenny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies... Haben Sie den Marshall kolonialisiert? Oder kann, wie hieß er, Elon Musk? War das der? Kann der da noch was drehen? Informationsdienst gerichtet werden. Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Okay. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Jo, tschüss. Liz out. Ein guter Raum. Oho. Denkt, ihr könnt euch da verstecken. Aber ich habe einen Radar. Eine weniger. Zwei weniger. Die Geth haben ihr Schiff mit diesen Klauen an dem Gebäude verankert. Die Geth gehen nicht gerade subtil vor. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Vielleicht können wir es abwerfen. Einer dieser Greifer hat sicher eine Schwachstelle. Oder wir saugen einfach die Elektrizität in unser Körper auf und bekommen Elektro. Nee? Nee? Euer Shepard hat einen Megaplan und ihr steht... Ja, verdammte Scheiße, gut. Und da komme ich nicht mehr hoch. Was ist das für ein Ort? Scheint fast, als hätten sich die Geth eine Art Kirche gebaut. Wenn die hier nach Gott suchen, kann ich die Sache gern beschleunigen. Jetzt bin ich hier unten. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Wieso habe ich die Sniper-Rifle ausgerüstet? Ihr könnt nicht gewinnen. Entweder blockiert ihr meinen Radar nicht, dann weiß ich, wo ihr seid. Oder ihr blockiert es, dann weiß ich, dass ihr da seid. Verdammt, ihr könnt nicht gewinnen so. Ja. Muss doch irgendwo irgendwas sein. Was ist das? Hannah Songs UFO. Und jetzt kommen wir gleich in dem Flugzeug raus, oder was? Gib dich, Korgana. Dann lassen wir dich leben. Nee, hab gelogen. Hier ist sonst nichts. Okay, gehen wir wieder zurück. Anderen Weg lang. Die Korgana, entweder haben die also hier eine Pause gemacht oder sie haben Waffen-Upgrades beschützt, die nicht mal gut sind. Ja, wer hinterfragt das schon? Runter.
Nope. Hoch. Ah, noch ein Gang. Mist. Ja. Los, Ashley. Alter, ist sie ein Kampftier. Hä? Mist. Mist. Fickt euch. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben weder von den Frachter noch von der Kollegie etwas gehört. Wir möchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeden Kontakt mit der Noxus-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand der Angst dort mir sozusagen bringen. Okay. So wie eben. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. Machen die da, verdammt. Pirscher auf uns. Nee, warte, das war ein Geist. Schwacher Geist. Ja, wisst ihr was? Wechselzelle. Was halten Sie hiervon, Commander? Sieht aus wie eine Quarantänestation. Ist ja auch egal. Wir müssen nur einen der Greifer kaputt machen und das Schiff ist weg. Ich bin schlecht in dem Mist. Yep, verdammt schlecht. Viel zu schlecht. Ich schau dies, bla bla. Ich zahlen gut, aber wenn ich das hier frei bekomme, wir dann gegen den Pfiffen. Das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen oder warum sie in Matano geliefert werden sollten. Gemäß meinem Abzeichen ist da draußen nichts Interessantes. Sie haben einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttlebucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 PSI oder drunter ist, funktioniert alles. Das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 PSI aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 PSI checkt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System repariert haben, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber...
Tag los, ich möchte das jetzt. So. Ich habe die Tür zugeschlagen, so stark, dass sie einen Metallträger zerstört. Zum Glück bauen die so dumme Türen ein. Sonst wären wir nicht gewappnet gewesen gegen die Gegend. Okay, gleich ist die Tür offen. Dann können wir zurück und uns mit diesem Turianer-Ding befassen. Gut, das hat gereicht. So glücklich. Verdammt. Ich hätte zu gern das Gesicht von deren Piloten gesehen, als das Ding kippte. Ich wiederhole, Normen, die an Landetrupp. Genau, gleich wie immer, es sind die G. Die machen keine Gesichtsausdrücke. Kommen, Commander, reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Halten Sie die Kolonisten von der Normandie fern. Schießen Sie, wenn Sie müssen. Okay, Commander. Wir geben ein paar Warnschüsse ab. Das sollte Ihnen Beine machen. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Ich dachte, die wollen an unserem Schiff raus. Ich weiß nicht, wieso... Ich komme doch gar nicht zurück. Da ist eben noch ein X. Das ist einfach nur ein wichtiger Ort. Jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Ja gut. Verdammt. Nein. fickt euch. Lasst das jetzt. Nee, lass ich nicht. Dummes Minispiel. Erstmal, wie komme ich hier raus? Von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Turianer, als Sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Gate angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Turianer finden können. Aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Sie haben getan, was Sie konnten. Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie mir sagen, wo ich den Turianer finde. Der Turianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Aber was wollen die Gate von dem Turianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Zombies. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Zombies, Space Zombies. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Gate-Geschwätz. Sie sind scheinbar in ihre Richtung unterwegs. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Ich komme mit ihnen. Rennt weg. Ja. Wie komme ich jetzt nochmal raus? Was ist das für ein Ort? Scheint fast, als hätten sich die Gate eine Art Kirche gebaut. Ich kann nicht mal... Wenn wir hier nach Gott suchen. Kann ich die Sache gern beschleunigen? Da hoch.
Wow. Wie man Commander Shepard besiegt. Man macht Treppen hin. Mit zu hohen Stufen. Bam! Shepard ist besiegt. Hey, warte mal. Also jetzt sind wir einfach wieder zurück. Wo muss ich denn jetzt hin? Äh?